Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Wie ihr es ja oben an der Überschrift gesehen habt, heute gibt es ein DM-Haul. Ja, wir haben ein paar Sachen eingekauft. Muss ja auch mal sein. Moment, irgendwie ist die Kamera nicht richtig. So, und ich werde euch jetzt alles zeigen. Und ich habe ja eigentlich gar nicht so viel eingekauft. Aber manche Sachen sind halt ausgegangen und deswegen, ja, ein Einkauf. Also, einmal Toilettenpapier. Das war die letzte Packung, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht, die Leute scheinen wieder zu horten, keine Ahnung. Und ich muss auch sagen, es war ein paar Sachen gar nicht da. Da waren überall Zettel. Tut uns leid, liebe Kunden, das und das gibt es gerade liefert. Schwierigkeiten. Dann habe ich mal wieder eine Haarfarbe für mich geholt, mein übliches Schokobraun. Das ist halt meine normale Haarfarbe, aber die grauen Haare muss man halt langsam mal immer wieder ein bisschen überfärben. Dann habe ich einmal Flüssigseife, so Nachfüllpack geholt, Beeren und Vanille. Das hat sich für mich ganz gut angehört. Wir haben da unsere eigene Flasche und füllen halt immer auf. Ich glaube, das hat mittlerweile heutzutage fast jeder. Dann mein heißgeliebtes Bügelwasser. Ich habe zwar noch eine halbe Flasche da, aber ich hatte gerade dran gedacht und habe gleich eine mitgenommen. Und was es seit langer, langer Zeit wieder gab, ich habe mich echt gefreut. Meister Propper Zitronenduft. Ja, das ist natürlich etwas, wenn es dann wirklich mal wieder da ist, muss ich es auch mitnehmen. Die, die mich länger anschauen, wissen, dass ich das eigentlich immer kaufe und hernehme. Und was habe ich noch? Einmal so ein Leichtkämmen Gliss-Kur. Schüttelt man einfach und tut es ins Haar sprühen. Dann lässt es sich leichter kämmen. Diesmal habe ich mal die Sorte Anti-Spliss-Wunder genommen. Ja, die Sorte kenne ich noch nicht. Ausprobieren. Dann habe ich, wenn ich es finde, ach ja, da. Zweimal die Iona-Zahnpasta. Die nimmt mein Mann immer sehr gerne her. Wisst ihr ja mittlerweile auch. Gleich zweimal, weil gar keine mehr da ist. Dann habe ich für mich mal Duschgel wieder mitgenommen, weil ich die letzte Flasche im Abendbruch habe. Und das ist einmal Morgenfrische mit Wasserminze und Gurke von CD. Kenne ich noch nicht. Könnt ihr mal schauen, wie es riecht, gell? Auch riecht ganz gut. Also, ich dachte mit Minze, Wasserminze, war ich mir nicht sicher, ob es auch so schön nach Pfefferminze riecht. Dann einmal wie immer mein Alverde Deo-Zerstäuber mit Limette und Salbei. Wie gesagt, die, die mich kennen, wissen auch, dass ich das immer hernehme. Das ist halt einfach mein Lieblingsduft vom Deo her und hält auch relativ lange, muss ich auch dazu sagen. Dann habe ich mir mal ein neues Shampoo besorgt. Seidenkamm. Entwirrendes Shampoo mit Rosenöl. Von Schauma. Ich weiß nicht, wie es ist. Muss ich halt ausprobieren. Ja, wie gesagt, muss ich ausprobieren. Wie duftet das? Oh. Das riecht richtig schön. Ui, das riecht auch richtig nach Hose. Also Respekt. Dann beim Aufgebraucht-Video hatte ich ja erzählt von der BB Samtweich Duschgel. Samtig Weich Duschgel. Für trockene Haut ideal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte ja auch gesagt, ich werde das wieder kaufen. Und vor allem der kleine Max auch mit. Immer mal wieder zwischendrin. Ja.
Dann habe ich 2-mal wieder das Lieblingsschaumbad vom Kleingold, das von Saubär, DM Eigenmarke, das Träumchenbad mit Lavendelduft. Das mag er einfach. Und so eine Packung, habe ich euch ja auch schon mal gesagt, reicht dann bei 3-mal Baden. Und ja, er liebt es auf jeden Fall. Dann habe ich noch so eine Limited Edition gekauft. Für mich mal eine Tuchmaske. Habe ich noch nie ausprobiert. Und ich dachte, die teste ich jetzt einfach mal, wie das ist. Ja. Ich lasse es euch wissen, wie ich sie fand. Einmal eine Odol mit 3 Zahnpasta. Typ Extra White. Extra White, Entschuldigung. Zahnpasta war bei uns ziemlich ausgeplündert, deswegen müsste ich auf. Ich habe noch eine andere dabei. Auf Sorten ausweichen, die wir noch nicht hatten. Kann ich beide nicht sagen. Genauso wie die Signal Sport Fresh. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie die sind, aber. Die Spot Fresh ist auf jeden Fall mit Pfefferminz. Was gibt's noch? Ach ja. Und da haben wir den letzten Übeltäter, der damit durfte. Diese Balnea Konzentrate habe ich schon mal gehabt. Ich fand die sehr schön. Tat meiner Haut gut. Einfach abends auftragen und anschließend noch die Nachtcreme. Und ja. Waren auf jeden Fall sehr angenehm und die durften mit. Und natürlich auch eine kostenlose Zeitung wieder dabei. Die nehme ich mir jeden Monat mit. Ja, das war es schon wieder. Wie gesagt, so viel war es dieses Mal nicht. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch über ein kostenloses Abo von euch. Also dann, tschüss, schönen Tag noch.